So, für alle, die es mitbekommen haben, Ich lache, wenn die Batterie alle geht bei dir. jetzt kommt der Profi-Run. Nicht. So, los geht's, Freunde. Jetzt bin ich gestorben zweimal. Zweimal, ja. Und ich. Obwohl mir ja eigentlich kein Tod ist, ne? Das kann man ja jetzt nicht zählen. Ja, lüg nicht, Alter. So. Ey, du musst mir dafür danken, dass ich dir so viel Munition bereitgestellt habe. Ja. Ich habe quasi nicht geschossen. Maul. So. Papa Baker hat mich durch die Wand verfolgt. So. Let's get on with this. So, ich muss erstmal zurück, weil in dem Raum, den Chris gerade so wunderschön verkackt hat, noch Items liegen, die ich brauche. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht um den Tisch rennen, weil der Penner direkt jetzt hier wartet. Meinst du? Der kann Ja. auch jetzt weggedroppt sein und später wiederkommen. Weil die despawnen ja. Wenn du jetzt wieder reingehst, kann er natürlich wiederkommen. Bin ich gut? Oder bin ich gut? Naja, er ist gar nicht mehr da. Ja, dadurch haben wir Munition gespart, wie Kacke, Warte Alter. mal, nicht, dass er jetzt. Der kann auch sein, wenn er jetzt hier lang Machen wir geht. mal Counter-Strike dran hier. Knife-only-Run ab jetzt. Ja. Währenddessen suche ich mal den ganzen Kram raus. So, hier ist nichts mehr. Sehr cool. Jetzt teste doch mal, ob er kommt. Ja, mache ich jetzt auch. Erstmal die Sachen, die uns hier anschauen. Ja. Oh, das hab ich auch nicht gesehen beim letzten Mal. Ja. Darf's mal wieder lesen jetzt. 14. Juni. Mann und Ehefrau im Urlaub. Der Mann war ein Erfolg. 1.12. Leider war die Frau nichts, also werden wir sie beseitigen. 7. Juli. Drei College-Studentinnen sind alle vergammelt. Lukas ist ein verdammter Idiot. 13. August. Obdachloser Mann. In 3 Tagen gewandelt. 1.13. Und. Warte mal, auf der Rückseite noch was? Oh ja, ein Bild. Oh, unmolded, ja. Ja, Spoiler! das hier ist ein Hirsch. Und ich glaube, hier unten lagen Shells, genau. Also Munition haben wir echt viel diesmal. Ich wollte gerade sagen, das läuft. Hier ist Obwohl ich sagen muss, ich habe mal damals auch schon so leicht gedacht, ich schieße jetzt nicht groß auf den Jack, weil ich Ja. weiß, der kann nicht verrecken. Du hast Bobbelköpfe schon so ein bisschen, Ich ne? weiß. Und du hast Sachen aufsammeln. Jo, ich dachte, überlasse ich dir. Ja. Weil was anderes kannst du ja auch Ja, nicht. ja, ja. Ja. Der Molde hat sich Okay. auch gedacht, oh, jetzt hat der Spieler gewechselt, jetzt habe ich keinen Bock mehr, Ja, ist Alter. so. Der Molde dachte, ah, scheiß drauf. Hör mal, ich glaube, ich laufe jetzt auch an dem vorbei, ey. Kannst du mich nachher mit dem rumschlagen? Naja, So, da gibt's dann hier. auch so eine Gegend, wo ganz viele dich ganz doll Ja, umarmen werden. das hast du mir überlassen, du Penner, ey. Ich weiß schon Bescheid. Deswegen wollte ich auch da wechseln. Ja. Ja, liest du mal jetzt wieder den Chat. Ich sammle hier mal eine nächste antike Münze auf. Combined Combat hat so Erfahrung mit vergammelten College-Studentinnen. Ich Er muss glaube, uns die mal ist ein nichts bisschen mehr. mehr darüber erzählen. Der taucht die echt nicht mehr auf. Crazy, Ash ey. Ketchum versteht dich total. Dieser Moment, wenn du mit einem Messer losrennst, um schneller Ist zu rennen. so ist es nämlich lustigerweise in Counter-Strike und ich habe das ein bisschen gespielt. Und Aber hier deswegen. funktioniert das eigentlich gar Nein, das nicht. ist einfach nur fürs Feeling so. Man hat die Ja. Hoffnung, dass es so ist. Oh, hast du gehört? Hinter dir. Hinter dir. Da ist er! Du Oh. fliehst, du feige Sau! Ja, tue ich auch. Scheiß Problem damit. In den Safe Du hast sie mir Room. auch übrig gelassen, Junge. Du hast keinerlei Substanz, mich hier zu kritisieren. Sie. Ey, finde ich aber geil, dass er dir jetzt hinterhergelaufen ist. Nee, jetzt ist er natürlich schon wieder weg. Ich möchte nur nicht, dass er nachher auftaucht, wenn ich hier Das war meine. der Schatten, der ein Symbol ist für Andys Ängste. Der Ja. folgt ihn jetzt und wird ihn immer wieder treffen. Ja, ich glaube auch. Jetzt geh von meiner Armlehne runter, du Penner. Ich hasse dich. Jetzt hätte ich es eh nicht mehr machen Ich will dir ja können. nur Mut machen und die Händchen halten. Ja, ist Weil da im klar. Keller geht's jetzt gut ab, weißt du ja. Naja, ich weiß, die Szene ist super hier im Keller. Oh. Ist auch eine Möglichkeit, im Stream zu sein. Bitte macht das jetzt nicht alle, ey. Naja, so viel Sony-User werden jetzt hier nicht sein. Aber Aber so kann man seine Kommentare natürlich hervorheben, aber ich ne? nehme das mal als Kompliment auf jeden Fall, von daher vielen Dank. Ich find's witzig. Ja. Aber jetzt bitte nicht alle, okay? Das wäre schon ein bisschen anstrengend. So. Könnt ihr auch den Fernseher mal leiser machen, ey? Nachher hört ihr den Fernseher hier im Livestream voll gut. So, ich glaube, hier kommt bald was, ne? Ich mache übrigens die kleine Mädchentaktik, muss ich jetzt Ja, einfach mal dazu Terminator, sagen. genauso geht's Andi auch. Ja. Wow. Zeit für die Yo. kleine Mädchentaktik. Ich lache jetzt, wenn hinter dir auch einer ist. Weil es gibt so eine Stelle hier. Ja, ich weiß, ich kenne die Stelle. Komm, ey, Molde, du hast jetzt schon ganz viele von denen gekillt. Und daneben. Oh, hier ist die Tür. Sollte ich dir sagen, dass sie, wenn sie despawnen, ihre volle Lebensenergie kriegen? Ich weiß. Vergiss Blocken nicht. Oh, der war schnell tot. Was sagen die meine Leben so? Ein Treffer jetzt noch aus. Ich würde gerade sagen, ein Treffer läuft noch. Aber. Just because I can. So. Mal gucken. Ja, wir können die Quick Turns. Wir gehen die Quick Turns mit Kreis, ne? So, ja, ja, genau. genau. Ja, kennen wir. Ich bin das einfach nur anders gewohnt, deswegen. So.
Boah, wenn ich jetzt sterbe, ne? Weil ich jetzt kein Heilmittel nehme, aber ich glaube, einen Hit müsste ich auf jeden Fall noch aushalten. War das die vergammelte College-Studentin? Fragt sich ja, ja. In diesem Keller habe ich extrem lange gehangen, weil ich extreme Probleme hatte. So, Andi, guck jetzt mal geradeaus, wenn du da reingehst. Ja, yeah, ich weiß, Zettel da, ich weiß, den habe ich nicht gesehen. Denn das Rätsel, was jetzt kommt, hat Andi mehr oder weniger nachgeguckt. Oh, hi. Boah, Millimeter, ey. Ich habe dir einfach zu viele Bullets übrig gelassen, ne? Ich glaube auch. Du musst die so ein bisschen verfeuern. Ich setze immer die ersten Schüsse daneben, das ist ein Trademark bei mir. Zu Andis Verteidigung, heute beim Endgame hat er sehr gut geschossen, ja. Also. Oh, danke. Da hat er mit Rückstoß-MG trotzdem den Kopfschuss gelandet. Selbst bei denen, die an der Erde kriechen. Ja. Aber jetzt ist das einfach zu einfach für ihn. Das ich glaube auch. Er macht spannender, er muss einfach 20 Kugeln in den Bild. Ja, Feuer. Hör mal, ey, du hast mir viel zu viel Muni übrig gelassen. Und denk mir nicht, dass ich voll der Badass-Motherfucker bin. Ich hoffe, du lockst jetzt nicht jeden Einzelnen hier raus. Oh, doch, glaub mal. Da gibt's eine Stelle, wo du echt weit laufen müsstest. Motherfucker! Hast du das bei deinem Spiel auch so gemacht? Ja, natürlich. Bubi-Taktik, ey. Ich hab doch gesagt, das ist die kleine Mädchen-Taktik. Du könntest dir aber jetzt schon die Shotgun holen, weißt du ja. Immer Kanzlei Vanier, ich weiß, wie das geht hier, so. Ich könnte mir die Shotgun holen, das stimmt. Wo kriege ich denn die alte? Dafür brauche ich den Key, oder nicht? Genau, der ist hier in dem einen Raum da hinten. Also da musst du nicht in den Boiler Room gehen, sondern durch diesen Zaun, den du wegziehst. Ja, ja, genau. Weil die gute alte Shot, die ist ziemlich gut gegen die Taktik. Sicher, sicher. Erst zwei Warnschüsse. Ja, genau den. Ich mach erst Warnschüsse. Geh weg, bitte. Ich hab diesen Zettel. Du hast schon wenig Munition, wie gesagt. Ja, ja, ich weiß. Ich muss im Übrigen zu meiner Schande gestehen, dass ich in diesem Rätsel diesen gottverdammten Zettel nicht gefunden habe. Lukas, ich hab den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links eingesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran, 3A und ein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. Ich hab diesen Zettel nicht gefunden, hör mal. Ich hab wie ein Behinderter mich gefragt, wie dieses Rätsel funktionieren soll, ey. Ich mach jetzt erstmal alle auf hier, weil in manchen liegt da was drin. Nee. Echt? In gar keiner liegt was drin? Nein. Ist das falsch in Erinnerung? Ja gut, dann. Falsch gemacht. Ach, die müssen zu sein, oder wie? 3A und ein Handabdruck, nicht ein Handabdruck und 3A. Nee, die Reihenfolge scheißegal. Okay. Ja, hast recht. Hm? Zeig doch mal den Zettel da hinten, damit die Leute es auch verstehen. Welchen, den hier? Na, hinten bei der letzten Luke. Was mit den 3A aus sich hat. Ach so, hier, Tamara hier. Genau. Studium läuft bei mir übrigens nicht mehr für die Leute. Ach ey, komm, ihr wisst doch, dass ich kein Jura mehr studiere, Jura Leute. Studiert man, wenn man zu faul ist, BWL zu studieren. Na, okay. Jura studiert man, wenn man viel zu viel Zeit und keine Freunde hat. Wow, ich hab mich ganz vergessen, Digga. Ich merk schon. Ich hab den noch gut in Erinnerung, weil das ist einer der Stärkeren, weißt du ja. Ja, ich sehe es gerade. Guter Schuss. Ja, muss auch jetzt langsamer sein. Hier gibt es irgendwo eine Stelle, wo hinter einer spawnt. Ja, ich weiß, die kommt noch. Oh, da hast du nicht mehr so viel. Blocken nicht vergessen. Notfall. Wow, das war close. Ich mach das schon. Ich hab ein paar Warnschüsse. Block! Wo haut der denn hin, ey? Du hast nur 3 Schüsse. Ich weiß. Block! Ja, ich heil mich lieber! Ja, läuft bei dir. Ich weiß. Okay, er will sich. Wenn jetzt der andere kommt, ey. Er will's nicht anders. Komm her, Bitch! Du, der darf nicht despawnen, der hat wieder volle Lebensenergie dann. Ey, wieso ist der despawned? Ich bin nur um die Ecke. Ey, wenn der jetzt despawned ist, ne? Ich schwöre. Du könntest Munition holen. Ich muss erstmal gucken, ob er despawned ist oder nicht. Du könntest natürlich auch erst die Shotgun holen. Ich muss erstmal wissen, ob er despawned ist. Das würde mich jetzt innerlich fertig machen. Ich weiß es nicht, ich habe nur gelesen, dass sie dann die volle Lebensenergie wieder haben. Vielleicht ist das doch Bullshit. Ich könnte es mir gut vorstellen. Nee, er ist weg. Habe ich ihn mit dem letzten Schuss umgebracht oder hängt er jetzt hier irgendwo rum? Wir werden es nie erfahren. Geh mal wieder rein. Ja, klar, stimmt, ich muss das ja aus dem Ding da rausholen. Und vergiss nicht das gute Mittel, was unter dem Tisch liegt. Hinter dir. Oh, er ist da. Jo! Okay, lass den Raum erstmal zu. Ja, ich würde auch sagen, den lassen wir erstmal. Komm, Andi, du musst 1-1-2 machen. Kannst nicht einfach ja. Nicht sterben. Okay, so. Als ob du ihn mit einem Messer bekämpfen könntest. Ich habe das schon gemacht, so ist nicht. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht gekillt, aber er kann, glaube ich. Bleibt da drinne. Bleib drin. Ja, wenn du jetzt nicht reingehst. Digga, viel Spaß da. So, hier kommen wir nicht rein. Guck mal hinter dich. Oh, ich dachte schon.
So, jetzt, das wär's wenn du jetzt da reingehst, da kriegst du Zugang zu gewissen Schlüsseln. Okay, ja, dann mache ich das, glaube ich, zuerst. Oh Gott, Junge. Habe ich noch genug Heilmittel? Ja, läuft, hör mal. Ich könnte wieder zur Truhe laufen. Gleich, nachher, später, irgendwann. Könntest du. Ich könnte auch einfach... So. Das ist die Abkürzung? Ja. Karte. So, der Schlüssel war hier irgendwo in der Nähe. Andi, geh hinter ihnen, dann rechtsklick. Ja, ja, ich knife den einfach weg, ey. So, da ist der. Ich würde mich aber gerne erstmal umschauen, bevor ich das Key-Item nehme. Schatz, jetzt können wir es holen. Machen wir auch gleich sofort. Dietrich. Der Dietrich. Da ist so ein grünes Kraut. Ich laufe jetzt übrigens und hole mir die Shotgun sofort. Because I don't give a fuck. Glaub mir, ich habe mir die auch geholt, nachdem ich ein paar Mal gestorben bin. Die Viecher sind übel, auch mit der Pistole teilweise. Ja. Wollen wir vielleicht so ein bisschen drüber reden, was uns an dem Spiel gefällt noch? Wir waren gerade so amüsiert, aber... Pass auf, machen wir es so. Fang du an und ich renn schon mal hoch. Ich find's, meine Meinung ist, die haben wirklich dieses alte Feeling, was man im allerersten Resident Evil hatte, beziehungsweise im Remake von Resident Evil, im Herrenhaus, haben die wirklich gut transportiert, obwohl sie einiges geändert haben. Wir haben die Ego-Perspektive, wir haben nicht mehr die Third Person, wir haben keine Tankstänge, wir haben keine Tanksteuerung mehr, sondern halt normale Ego-Steuerung. Aber trotzdem hat man halt... Wow... Hau ab hier. Wo war der Schlüssel? Ah, du hast ihn jetzt, du hast ihn. Und man hat wirklich dieses Gefühl des Erkundens, des Rätsellösens, des Survivals vor allem. Man muss mit Munition sparsam umgehen, wenn man nicht total... Wow, Digga! ...genagelt werden will, wie Andi gerade. Ja. Und unsere Meinung ist, Andi geht da sehr konform mit mir, dass die echt geil das Survival-Feeling auf ein modernes Spiel transportiert haben. Und man sieht ja, wie Andi gerade survived, irgendwie. Indem er wegrennt wie Mädchen. Ja. Muss sein. Glaub mir, wir zerlegen die gleich alle da. 6 antike Münzen schon. Fick die Henne, ey. Hast noch ein bisschen Pistolenmunition in der Truhe? Ja, ja. Ich nehme direkt mal die Flintenmunition mit hier raus. Ich nehme die Pistolenmunition mit. Was soll ich machen, genau? Mach ich mir noch ein Heilmittel? Ich behalte erstmal beides in der Truhe. Geht eigentlich auch. Hast du genug Kräuter in der Truhe? Ich würde sagen, so reicht erstmal. Habe ich den Scorpion Key? Habe ich hier oben. Nach dem nächsten Treffer solltest du dich aber heilen. Ja, sehe ich ähnlich, du. Und wenn du mal wieder klar bist, kannst du mal deine Gedanken so zum Anfang des Spiels zumindest so also ich, wiedergeben. Also ich persönlich muss sagen, am Anfang bauen die halt mega gute Horroratmosphäre auf. Und das zieht sich halt dann auch schon ziemlich. Oh, hinter dir. Kommt der jetzt schon wieder? Hinter dir. Jupp. Der Banner, ja, ey. Der wird dich ewig nerven. Ich glaube auch. Ich muss ihn mal gerade ganz kurz despawnen lassen. Du alter Cheater. So. So, jetzt kannst du weiterreden. Ich glaube auch. Ne, es hat aber auf jeden Fall eine geile Atmosphäre. Ich finde die molded okay. Ich frage mich nur, warum es mehr molded sind, als es Leute hier gibt, die hier leben, weißt du? Naja, storymäßig macht es ja Sinn. Problem ist nur, dass es gameplaymäßig ein bisschen auf Dauer ein bisschen schade ist, dass es nicht noch mehr Gegner sind. Aber der Anfang ist super, da nerven die ja auch noch nicht. Du hast ja jetzt noch nicht Millionen von den Viechern gesehen oder was? Wo spawnt er denn hier raus? Hier um die Ecke. Ja, aber ich war vorhin nur hier. Ja, ja, das ist unterschiedlich. Man spawnt da wahrscheinlich auch hier an dem schwarzen Zeug. Ha. Du hast den Skorpion-Key, geh doch einfach durch die Tür hier. Der Ficker, ey. Pass auf, jetzt könnte aber auch Jack wiederkommen. Ja, ja. I hope he comes. Ja, ja, hör mal, ey. Ich würde so lachen, wenn er jetzt durch die Tür brischt. Macht er vielleicht auch. Deswegen muss ich rennen. Wenn er kommt, lässt er sich ein bisschen Zeit. Ja, bei mir ist er ja vorhin wirklich so busch. Nee, er kommt nicht. Aber er kann doch hier oben sein. Also bei mir kam er immer durch die Tür hier durch. Oh, hallo. Er ist da. Aber unten. Noch. Ich find's so geil, wie Andi gerade angespannt ist, weil der Jack absolut. Ist am Anfang wirklich das krasseste, spaßigste, ja, aber auch das gruseligste. Ja, absolut. So, wo ist denn die scheiß Tür mit dem Scorpion Key hier? Ich weiß, dass er jetzt hier... Der kommt 100 pro jetzt in diesen Raum hier rein. Ja. Aber hier sind auf jeden Fall viele Goodies drin. Das Schöne ist, wie langsam die Tür aufschließt. Ja. Zack. Ach, bloß zu, ey. So. Du darfst mal wieder. Ach Gott, mach du bitte. Ich muss erstmal durchatmen hier, ey.
Bitte. Nö. Oh, Digga. Liebe Mrs. Baker, wie fühlen Sie sich in der letzten Zeit? Es ist schon eine Weile her, seit Sie zu Ihrer letzten Untersuchung gekommen sind. Ich schreibe Ihnen, um mitzuteilen, dass wir die Analyse Ihrer Röntgenaufnahmen abgeschlossen haben. Die dunklen Bereiche in Ihrem Kranium sind fungusartige Strukturen, die anscheinend mit Schimmelpilzen verwandt sind. Die Halluzinationen und Geräusche, von denen Sie berichteten, könnten mit diesen Organismen in Verbindung stehen. Wenn die Symptome auf einen pilzartigen Parasiten zurückgehen, muss sie entfernt werden, bevor es zu spät ist. Ich möchte Ihnen keine Angst einjagen, aber ich bin ernsthaft um Ihre Gesundheit besorgt. Bitte kommen Sie ins Krankenhaus, sobald Sie dieser Brief erreicht. Als Arzt empfehle ich Ihnen dringend, sich weitere Tests zu unterziehen. Crawford Lang, allgemeines Krankenhaus Dudley. Dudley? Ah, das ist Dudley. So. Hast du gut gelesen? Ich weiß, danke. Voll gestresst, der Junge hier, ey. Komm schon, du kannst ruhig sterben. Nee. Das kann ich niemand würde es dir übel nehmen. Das, doch, ich mir selber. Dann kann Hans auch mal sagen, dass du dir in die Hosen geschissen hast. Ach, hast ja schon. Schotti! Nein. Es sind schon wenig Dokumente in dem Spiel. Die, ne? Ja, echt, keine Dokumente in dem Spiel. Auch das ist wieder, ich lese. Peekaboo! Wow. Hallo. Peekaboo. Andi ist voll angespannt, Alter. Ich weiß, dass er jetzt kommt, deswegen muss ich hier gerade... Gesehen? Ja, klar, hat er mich gesehen. Ja, hat er! Aua, aua. Ich glaube, ich muss mich heilen. Ja, sonst bist du jetzt tot. Wie das Spiel erstmal sagt, wie blocken geht. Ist so. Die einfach sagen, du bist behindert. Oh, wie ganz cool die Tür noch zugemacht hast, ey. Ja. Welcome to the family, asshole. Das war kurz am Tod vorbei gerade. Ich weiß. Ach komm, jetzt so sterben können. So. Ich weiß, dass er mich durchs Glas sehen kann. Das war aber auch, weil Andi so mittig stand. Wäre ja. Er an der Seite gewesen, hätte er ihn wahrscheinlich nicht gesehen. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen beeilen hier. Oh ja. Ah, theoretisch, wenn du die jetzt nimmst, kann er auch nicht in den Raum. Oh oder Gott! Kann er die Tür zerstören? Weiß ich nicht, glaub nicht. Aber ich glaube, dann wartet er einfach vor der Tür. Würde ich auch so machen. Was denn jetzt? Ich hab so viele Objekte dabei. Das ist. Das ist ein bisschen. Da ist der Molded schon wieder. Das ist dein bester Freund. Jetzt reicht es mir, ey. Jetzt reicht's mir. Oh, Junge, fick dich hart in den Arsch, Alter. Dann lebst du halt hier, mir doch egal. Zahl Miete, Junge. Oh, the Skills. Alles raus, was keine Miete zahlt. So. Oh Gott, dieser Skorpion. Den Dietrich kannst du sogar da oben benutzen, oder gerade was. Aber kannst du natürlich auch erstmal wegpacken. Ja, das packe ich weg. Das reicht doch erstmal. Wir haben erstmal genug Platz. So. Und bei euch da draußen noch alles chillig? Ja, was geht bei euch, während ich jetzt gerade hier versuche, halbwegs zu überleben und mir mal gerade ganz kurz ein Heilmittel mache? Was haltet ihr so von Horrorspielen? Andi und ich sind die Ultra-Junkies. Die Ultra-Horror-Junkies. Bei Spielen zumindest. Und Andi ist so angespannt, dass er nicht mal mitreden kann. Hör mal, ja. Also ich mag Horrorspiele, habe ich gehört. Meinst du das auch zu sterben? Wie jetzt zum Beispiel? Ja, ich sterb nicht, Junge. Ja, jetzt, weil du Schotti holst, ja. Alki, Andi, läuft bei mir, ich weiß. Lass mich die Schrotflinte draufpacken, das ist die defekte Flinte hier. Wiedersehen! Wie viel Munition hast du jetzt? Zu wenig. 3. Kannst mal nachladen. 3. Kannst mal reinladen. Ja, warte. Hast du nur Angst, dass der Molded wäre von hinten? So. Fuck this, dude. Ich muss die Shotgun mal auf nach rechts legen. So. Das ist safe und ich speichere jetzt einfach mal. Ich guck mal, ob nur noch 3 Zuschauer da sind. Ja, mach du mal, während ich gerade am Speichern bin. So, ich muss den Scorpion Key mal ganz kurz hier rumlegen. Nee, sind echt noch viele da, Alter. Leute, ich liebe euch. Chris liebt euch auch, wir lieben euch alle. So. Ich grüße mal ein paar Leute, oder? Ja, grüße mal ein paar Leute, die noch da sind. Grüße mal Ash, Ketchum, Baubt, Bell Foxy, Combine Combat, Ella Louis, Gyros, Hanswurst, Kein Rudolf, Liquidamin, Magus, Mike Raffsexen, mal die Nightfall, beste XCOM-Soldaten ever, ja. Nerevani, Odin, Regenschau, Marin, ja, gutes Let's Play, könnt ihr mal gucken. Eklar. Seestern war natürlich und Terminator. Schön, dass ihr da seid. Könnt ihr wieder auf meinen Bildschirm klicken, damit die Taskleiste rausgeht? Danke. So. Wollen wir mal unten aufräumen? Ich muss ja mal ein paar Grüße verteilen, ne? Die und, Frage ist. Falls ihr meine Army noch joinen wollt. Nehme ich die Shotgun? Ja. Das ist die Coconut Army. Die Coconut Army, ja. Guter Name. Ja. Commander Coconut. Yeah, Team XCOM. Noch sind alle am Leben. Naja, so. Fast alle. Hansine ist leider gestorben. Tut mir leid, Hans. Das war echt ein unglücklicher Kill, der ausnahmsweise mal nicht meine Schuld war. Ja. Andi, lass dich nicht stören, du stirbst schon, keine Ahnung. Ja, ich weiß, dass ich schon sterbe, das ist das Problem. Scheiße, ich wollte speichern, na, fuck this. Das Problem ist, ich muss jetzt gleich in den ekelhaften Motorraum. Am liebsten würde ich in den Keller.
wir müssen mal den Sound, das Sounddesign. Ey, wie jeder Sound mir jetzt Angst einjagt, weil ich weiß, dass sie so gefühlt 3000 molded gerade sind. Weil man läuft wirklich durch die Gegend, dann ruppelt es, dann rackelt es und klopft es irgendwo. Man denkt immer Scheiße und teilweise sind es auch Gegner. Oh, ich hasse diesen Raum, ne? Ich hasse ihn ja. Wie die Pest, ohne Scheiß. Ich hasse diesen Raum, weil ich weiß, dass hier locker 3 molded auftauchen. Ah, oh, fuck this shit, dude! Megis, verrat mir nochmal kurz deinen YouTube-Namen. Andi ist gerade zu beschäftigt. Ja, ich muss gerade hier versuchen, nicht zu sterben. Na komm. Malik, du hast da nicht mitgemacht, soweit ich weiß. Ich hatte ja gefragt, wer mitmachen möchte. Limited Time Offer, glaube ich. Das gab's nur als DLC bei Chris. Ich hoffe, dass er nicht von rechts kommt, ey. Ich bin die ganze Zeit Schiss. Ah, Markus, ja genau. Ich weiß, du sitzt schon eine Weile auf der Ersatzbank, aber du wirst auch nicht zum Einsatz kommen, habe ich ja versprochen. Und laufen, 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 nachladen. Seesterben hat... Boah. Ragdoll Physics und er steht wieder auf. Ist so. Boah, Arm weggeschossen. Läuft bei dir. Andi macht voll die Stunts hier. Boah, wow, sweet Jesus, Alter. Und das war einer von fünf oder so, ja? Ach, ich geh mal. Ich hab vergessen zu speichern. So langsam möchte ich mal speichern. Also Andi ist jetzt Hardcore, der macht Survival. Der haut alle Munition weg, damit es ein bisschen anstrengender ist und so spannender wird. Nee, ey, damit du gleich wieder stirbst, ey. Du hast doch nicht mal den Keller geschafft. Ich hab dir gerade jetzt den Controller an die Hand gerutscht. Überhaupt nicht, Alter. So, ich muss mir mal Sachen mitnehmen für ein bisschen mehr Muni hier. Einmal Schießpulver, einmal die Chemikalie und dann gehe ich mal speichern. Dann mach ich mal ein bisschen mehr Munition. Weil ich möchte dir ja die gute Shotgun-Muni, übrig lassen. Pennt Mugli auf der Tastatur? Der läuft auch vom Bildschirm umher, wenn ich Let's Plays aufnehmen will. Es ist einfach der Kater. Aber da kann Frau Nightfall auch Geschichten von erzählen. Boah. Ist immer wenn wir was gucken wollen abends, dann setzt er sich gemütlich vom Bildschirm und streckt sich und ja. Boah, fick die Henne, ey. So. Ist gut bei spannenden Serien. Mhm, absolut, glaube ich. Andi, Mann, wir wissen, du hast Schiss. Geh ruhig runter in den Keller, da wohnen ja deine Freunde. Du lebst einfach im Keller, Mann. Boah, ich schwöre, wenn ich den Keller schaffe... Ich find's so geil, dass du nur 3 Shotgun-Patronen hast. Du machst übrigens Chainsaw, ne? Das mach nicht ich, das machst du. Oh, cool, kann ich gern machen. Auf der Konsole wird's wahrscheinlich ein bisschen tricky, ja, aber... Du machst das, also eigentlich ist es ja leicht, wenn man weiß, wie es geht. Ja, ja. Okay, bis Chainsaw. Guck mal, wie geil das Wasser hier aussieht. Es gibt so Stellen, die sehen Hammer aus. Da zum Beispiel hier dieser Keller, dieses... Glitzige, das sieht schon einfach geil aus. Das Bump-Mapping, das sieht schon gut aus. Ja, ja. Und dann hast du ja eine PS2-Poster an der Wand hängen. Boah, ich heul gleich. Ich hab die Stelle auch gehasst, ey. Ah, du stellst dich gerade an, wie ich bei mir zu Hause. Ja, 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 ja. Du bist gut durchgekommen, hast du gemeint damals. Ja, bin ich auch. Aber da hatte ich auch nicht 15 Leute hinter mir. Ja, das stimmt. Beim Code Veronica-Namen ist er wirklich durchgedreht. Okay, ich weiß, dass hier welche kommen. Ja, Lisa, er ist eine Aufmerksamkeitshure. Der setzt sich dann immer dahin, wo du hinguckst. Nee, nicht du, Andi. Ja, du auch. Ja, ich wollte gerade sagen, hallo? Ja, dein Andi auch, das weiß der. Ey. Der will immer im Mittelpunkt stehen. Noch mehr Patronen. Finde ich gut. Gott, ich hasse die Stelle. Wetten werden angenommen. Wer stirbt als nächster? Na, Andi hoffentlich. Weil jetzt kommen sie nämlich von vorne und von hinten. Wenn er noch ein paar Schritte weiter geht. Ja, ich bin eigentlich doof. Andi hat noch... Oh, wo hat denn da schon wieder so viel Munition her, ey? Unfair. Headshot, Biatch! Keinen Grund, gleich hier so Gas zu geben, Junge. Man kann ihn auch die Beine wegschießen, aber Andi und ich lassen das meistens sein. Weil der Kopf doch relativ effektiv ist. Ja. Guck mal, der braucht mal dringend Pediküre, der Junge. Bah! Das ist ein Zeichen dafür, dass du duschen gehen solltest, finde ich. So wie bei dir? Guck mal, wie sie alle sagen, dass ich gleich sterbe, ey. Ich liebe euer Vertrauen, Freunde. Läuft bei euch. Ich weiß gar nicht, woher dieses Missvertrauen kommt. Nee, absolut, gar keine. Du hast so gut gespielt. Oh, hinter dir. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass er da triggert. Ja, hör mal, ich brauche nicht 2 davon. Du kleiner Motherfucker! Oh, das war knapp. Ja, 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 ja. Hier kann übrigens auch einer spawnen. Oh, hier ist auch noch einer, weißt du das? Hinter dir jetzt. Ja, der Junge schwitzt gerade. Hier bin ich, Bitch! Ich will dich nicht entmutigen, aber im Boilerraum sind noch 4. Ja, ich weiß, dass da noch 1000 sind! Ganz ruhig, ganz ruhig. Alter Verwalter, Entschuldigung. Ich habe so ein bisschen Puls gerade. Aber das war viel zu entspannt, dieser Stream. Andi muss ein bisschen schwitzen. Ich glaube auch, so die Chemikalie. Sonst hauen uns die Leute weg. Wir müssen die Zuschauer bei der Stange halten. Ja, ich muss mich einpinkeln, Junge. Anders läuft das nicht. Du solltest die Outlast-Unterhosen bestellen, die so gekickstartet haben. Das war geil für Outlast 2, ey. So. Das Problem ist, ich muss die Onkel jetzt triggern. Die stehen da in dem Raum. Der eine steht direkt um die Ecke. Ja, ich weiß. Und der andere ist da hinten in der Ecke, der verdammte Penner, ey. Der spielt so ein bisschen Eierschaukel. Ja, ich glaube auch. Ich hab Angst, dass einer kommt, wenn ich hier rumlaufe, ey. Penner.
Ja, da steht er hier auch. Und zwar genau da. Goodbye. What the fuck, dude? Scheiße! Ich hab's ihm nur gesagt, da steht um die Ecke. Der Junge hat. Fuck, Alter! Der Junge ist angespannt, der hat schon wieder vergessen. Ich hab das gar nicht auf dem Schirm gehabt, ey. Scheißendreck. Jetzt hast du mal gesehen, wie er despawned ist. Aber er steht da wieder um die Ecke. Alter Verwalter. Tja, Baubt, man muss hier schon Prioritäten setzen. Rocket League oder sehen, wie Andi stirbt. Also. Da muss man. Es sei denn, man hat zwei Bildschirme. Ich muss mal gerade runterkommen. Ich nehme jetzt für den die Shotgun, ey. Ist mir auch scheißegal, wenn du beim nächsten Fight keine Patronen hast. Geh mir doch am Arsch vorbei. Ja, ein Shotgun bringt mir da eh nichts. Oh, ficken, ey. Oh, sweet Jesus. Da ist er. Nummer 1. Boom. Gut, alte Schotti. Ja, das reicht doch jetzt erstmal. Schrotzi. Pumpgun. Der Unterhaltungswert eures Streams steigt zur Zeit gewaltig. Ja, das weiß ich, ne? Je mehr Schiss, desto geiler. Fick die Henne, ey, boah. PewDiePie-Style, Mann. Ja, ist so, ey. Je mehr geschrieben wird, umso mehr. Ich mach mir jetzt, ich glaube, ich mach mir jetzt Heilzeug. Ich brauche auf jeden Fall noch eins. Ja, versau mir nur meine Items, Alter. Ist mir doch egal, so Junge. Schuld dran, ey. Ist mir doch egal, wie gesagt. Schön ist, der spielt, kann mit den Items immer machen, was er will. Der andere muss dann damit leben. Sagte der Typ, der, ich glaube, den mordet im Rennen. Wow, what the fuck? Ich hab dir gesagt, da sind drei Stück drin. Alter! Ich will nicht mehr. Okay, wär schön, okay. Wenn du mir wenigstens ein Heilmittel für den Bosskampf übrig lässt. Das ist okay. Aber keine Schrotpatronen, glaub mir. Die brauche ich auch nicht. Ja gut, okay. Ich hab andere Waffen. Ja, die spawnt mal. Ist okay. Ist okay, dass sie die spawnt. Weißt du, was geil ist? Als ich hier reingegangen bin das erste Mal, ich kannte das absolut nicht. Und da ist der hier gespawnt. Ja, und ich dann so, boah, ich geh weg, lauf hier und bin den beiden voll in die Arme gelaufen. Jupp. Und ich hab mich dann, boah, heftig, ey. Ich bin ein richtiges Jill-Sandwich gerade. Ja, Andi wurde gesandwiched. Ja. Schreibt Hans auch gerade. Du lässt dich gerade schon wieder cornern. Nee, tu ich nicht. Ich würde jetzt lachen, wenn hinter dir jetzt einer spawnen würde. Ey, ich schwöre, dann kannst du mich für den Rest des Abends, glaube ich, vergessen, wenn jetzt auch hinter mir einer spawnen. Wird Andi in einer halben Stunde durch den Raum durch sein? Bestimmt. Der war schön daneben. Ja, würde ich auch mal sagen. Muss man keine Munition übrig lassen? Weiß ich. Küss mich! Boah, ich will aber nicht, dass sie die spawnen. Hau jetzt weg. Boom. Einer weg. Vergiss die Blockentaste nicht. Ja, ja. Boah, die können so ein bisschen einen auf Leechmann machen mit ihren langen Armen. Wie der Up-Breakdance. Fuck! Ich muss leider nachladen. Du bist gleich tot. Ne, das krieg ich hin, das krieg ich hin. Wieso? Ach, come on! Ah, fucking hell. Na, muss ich noch den Keller leer räumen? Ich weiß gar nicht, habe ich nach dem einen gespeichert oder nach zwei? Hast du überhaupt gespeichert? Andi, ganz ruhig. Tief durchatmen und trink einen Schluck Eistee. Aber ich bin nur einmal gestorben, du bist doch mal gestorben. Von daher ist das voll in Ordnung. Passt schon. Darfst noch aufholen. So. Ich hätte so gerne. Und wenn es auch nur zwei Shotgun-Schüsse sind, ne, hätte ich so gerne mehr. Aber was soll ich machen? Leben ist hart. Boah, ey, du gar nichts mehr hast. Ah, fuck, 2 zu 1, ey. Okay, alles klar, weiter geht's. So. Du musst mich bis zum Bosskampf bringen, weißt du? Ich weiß. Sei, du stirbst jetzt nochmal, weil dann kannst du mir wirklich den Controller geben. Nein, das, hallo, ich bitte dich, das werden wir aufgeben, hör mal. Naja, wir haben gesagt, 3,5 Stunden und dann wechseln. Ja, ich weiß. So, ich glaube, ich habe die hier ausgeräumt. Aber ich dachte mir... Ah, du hast dich auch in deine Panik immer weiter reingesteigert gerade so ein bisschen. Ja, ich weiß. Das könnten sein, dass jetzt wir alle leben hier. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall welche erledigt. Hast du noch die Shotgun? Ja, habe ich. Alles klar. Ich glaube, der erste spawnt jetzt hier. Ja. Die sind alle wieder da. Ja. Hinter dir. Nee, der spawnt erst gleich. Na, wenn du noch zwei der Schritte vorgelaufen wärst, wäre er gespawnt. Mhm. Ich habe Andi jetzt genug geärgert. Oh, fuck, jetzt muss ich gerade nachladen, ey. Vorsichtig hinter dir. Ach, come on. Wenn ich dich weggeduckt hab. Oh, deine blöde Hand da weg, ey. Wow, Alter. Das war knapp. Ich werde Andi nicht mal mehr ärgern, jetzt ist er einmal. Ich brauche ein bisschen mehr Muni, wenn ich mal so ein bisschen ehrlich bin. Muss mir gerade mal ein bisschen Muni craften. Wenn du es richtig machst, ist jeder Shotgun-Schuss ein toter Molded. Ich weiß, aber ich habe nur drei und da sind insgesamt vier.
Das ist gerade so ein bisschen mein Problem. Na, theoretisch einen könntest du ja umlaufen. Wenn du groß bist, schaffst du auch mehr Taus, der fliegt heute ja nie. Ich glaube auch. Ey, das ist meiner Meinung nach mit so eine der schwersten Stellen. Ist das auch, aber wenn du die Shotgun richtig nimmst, geht's. Nee, klar. Ich hatte aber, glaube ich, damals mehr Shotgun-Schüsse, meine ich. Ich nehme einfach die Albert 01R. Fertig ist. Ja. Ich habe keine... Du hast sogar einen Schuss verbraten, den ich aufgesammelt habe, ey. Du bist so ein Penner. Ich hatte nämlich eine Schießgewehr-Munition gefunden. Ach, die habe ich doch hier reingeladen. Das waren die drei. Dann waren es 2 plus 1, okay. Ja, ja, genau. Aufgeben, Backpfeife kassieren, okay. Ist so. Ich schmier schon mal meine Hand. Ja, ja. Fuck that shit, dude. Jetzt muss jeder Schotti-Schuss sitzen, ey. Sonst habe ich ein Problem. Wir hatten so geplant 3 Stunden für Resi 7 und dann noch ein kleineres Spiel, wo wir einfach mal reinschauen. Ja, ich weiß, dass hier Pistolenmunition lag. Und wir gucken mal, wie wir Bock haben. Und hoffentlich seid ihr noch lange nicht müde. Ja, ja, ja. Aber jetzt gerade ist gut auf jeden Fall. Na komm, Spawn. Wurde auch alles auf YouTube hochgeladen und hier auf Twitch könnt ihr euch das auch immer wieder angucken. Ja. Wie Andi heult, wie Mädchen. Der erste Schuss ging mir schön. Wow, der war gut. Komm. Brauchen 6 saubere Kopfschüsse oder so. Ja, sehr schön. Ja, der war gut. Lalala. So ein bisschen Mut. Ich muss jetzt wieder in mein Happy Place. Lalala, alles ist gut. Ins Eevee Lalaland, ja. Ja, ja. Jetzt muss einfach nur jeder Schuss sitzen und die Sache ist geritzt. Eben, die kannst du ja einzeln rauslocken. So. Popcorn steht auch schon bereit. Frau Nightfall hat den richtigen Spirit. Wo muss das sein? Mach ihn raus und jetzt weg. Oh, gut, dass du nicht geschossen hast. Ja, ja. Lass ihn erstmal kommen. Ich muss. Naja, ist egal. Du tötest jetzt noch einen, den anderen kannst du umlaufen. Ja, ja, ja. Aber du musst ja nur durch den Raum, weißt du ja. Ja. Wo du den Schlüssel benutzen musst. So, da kommen jetzt 2 gleich. Der eine kommt von links und der andere von rechts. So, jetzt geh ich schön zurück. Ziehe gemütlich. Und okay. Boom! Ey, ich hab den Header gezogen. Du musst aber töten, bevor die spawnen. Ich weiß. Komm schon. Shit! Ich hab keine Muni mehr! Ich muss einfach laufen jetzt, ich komm nicht drum rum. Kannst du so umlaufen? Boah, jetzt geht's aber ab hier. Hast du ihn gekillt? Ich glaube, ich habe ihn gekillt. Ja, der hatte schon genug Damage gekriegt. So, und die anderen kannst du umlaufen gleich. Wie du einfach keine Munition mehr hast, ey. Viel Spaß da unten. Jo. Daddy geht mal weg. Werde ich haben, ey. Ich denke mal, das ist jetzt die Spawn. Boah, sweet Jesus. Ja, was zum Knabbern ist immer gut, wenn man nicht stirbt. Ja, hör mal, ey. Ich hol mir gleich was zu knabbern, sobald du wieder dran bist. Das müsste gleich sein, wenn du den Raum geschafft hast. Ich weiß. Aber du musst die Tür erstmal aufschließen. Ja, ja, ich bin in meinem Happy Place gerade. Ah, der Raum hat mich auch zu schaffen gemacht damals. Der Schlüssel. Oh, da liegt ja was. Verdammt. Jetzt kriegt der auch noch Munition. Das ist ja fies. Der Easy Mode hier, ey. Theoretisch brauchst du es aber nicht. Oh, kommt jetzt noch einer? Oh. Wow! Dodging like a boss, dude! Ich hoffe, du hast wenigstens ein Heilmittel übrig gelassen. Ja, hab ich. Los, jetzt mach die Tür auf. Oh oh. Okay. Geh auf, Alter! Mach die Tür zu! Ich. Ja, ja, die ging auch ganz langsam auf. Jetzt kannst du sie zumachen. Oder? Die machst du von der anderen Seite ran? Ja. Die solche Wichser, so, jetzt ey. Dreh dich mal nach rechts, guck mal ins Regal, ob da der Hundekopf liegt. Guck mal, der liegt ja hier. I was gonna be your father. Now she says he will be her father. No. I will find him. And I will make him suffer. You, my friend, will help me. Übrigens eine optional Sequenz gerade. Ja, ja. Weiß nicht, hast du die gesehen beim ersten Mal? Beim ersten Mal nicht, nein. Dazu habe ich nämlich eine Story.
Du hast ja nämlich gerade den Hundekopf gesehen. Ich habe den damals auch gesehen, bin so ein paar Schritte in den Gang reingegangen. Und dann habe ich umgedreht, dann war er weg. Genau das ist bei mir auch passiert. Mega witzig. Ich habe mich immer gefragt, kann man den hier schon nehmen? Aber jetzt weiß ich, es geht nicht. Ja. Das war nämlich auch eine Sache, die mich interessiert, weil ich dachte am Anfang so, hä, bist du behindert? Nur, du kannst mir eigentlich den Controller geben jetzt. Willst du ihn lieber speichern? Checkpoint. Oh, ja gut. Komm. Gib mir deine Legacy, die du mir... Bitteschön. Gib mir die versaute Legacy. So, meine Damen und Herren, ich bin nur einmal gestorben, Chris zweimal gestorben. Guck mal, was der mir für eine Lebensenergie gibt, der. Ja, du kannst auch noch zurücklaufen und speichern, just saying. Nee, es gibt ja jetzt gleich einen Checkpoint, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin hier öfter gestorben damals, was jetzt kommt. Ich gönn uns noch mal ein bisschen Eistee. Und hab jetzt auch endlich mal ganz kurz Zeit, in WhatsApp reinzuschauen, weil irgendjemand meinte, dass er mir da irgendwas geschrieben hat. Ich schluck mal ein Kraut. Gönn dir! Also, mal gucken, ich kenne die Konsolensteuerung nicht, daher werde ich jetzt wahrscheinlich eh sterben. Aber naja, bei dem, was man hinterlassen hat, kann man ja nicht mehr leben hier. Hey! So, weil es euch noch nicht genug Brutalität gab, geht jetzt gleich ab. Und Andi ist schon wieder am WhatsApp. Ich sag nur, bra bra. Und nochmal Grüße raus an Basti, der gerade mit seinem Monster Rehab da sitzt oder saß. Ich weiß nicht, ob du dich schon weggekillt hast. Bra 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 bra. Guck mal, was die dir alles geben, ey. Nachdem du alles versaut hast. Ah, jetzt stell dich nicht so an, Junge. Sagt der Typ, der mir die Mode hat überlassen, ey. Mhm. Oh, sweet Jesus. Du musstest ja ein bisschen üben, bevor du die im Keller konntest. Fick dich, Alter. Guck mal, so würde ich jetzt am liebsten mit dir machen, ey. Die Musik wird sehr fröhlich. Ja. Welcome to the family, son. Oh, ich liebe diesen Spruch. Ich brauchte echt als SMS-Klingelton oder irgendwie sowas. So, ich sag mal, wenn ich jetzt einmal sterbe, wird das nicht gezählt. Weil die Steuerung... Ja, jetzt. Was denn das denn hier für Regeln, ey? Ja, weil ich kenne die Steuerung auf der Konsole nicht, bei dir, was jetzt kommt. Oder auch selbst auf dem PC musste ich sie erstmal lernen. Dann machen wir es einfach so. Wenn du das nächste Mal stirbst, zählt es nicht. Und wenn ich das nächste Mal sterbe, zählt es nicht. Das ist fair. Aber nur, wenn ich jetzt sterbe. Darf ich im Übrigen sagen, dass... Wenn nicht, darfst du es nicht. Nein, ist okay, du hast einen Freitod, die Szene ist heftig. Da gönne ich dir gerne einen Freitod, das ist kein Problem. Nur wegen der Steuerung, ich weiß ja, was ich mache. Ich sag ja, du kannst einen Freitod von mir aus haben, das ist kein Problem. Ich muss übrigens mal ganz kurz deinen T-Bone-Mic loben. Ich sitze wirklich weit entfernt gerade. Und ich denke mal, die Quali ist trotzdem noch voll in Ordnung. Du kannst theoretisch die Kiste da unten schon mal mit der Knarre zerschießen, aber das glaube ich keine Muni mehr. Woher kommt das bloß, dass ich keine Muni mehr habe? Kann ich Shotgun nehmen, dann hast du nachher noch mehr Spaß. Ja. Ich glaube auch, dass Basti einen endlosen Vorrat an Monster Rehab hat. Hey. You. Oh nein, jetzt lass mich in Ruhe und hol dir deinen Teil. Der Penner, ey. Nee, du musst erstmal, glaube ich, ihm ein bisschen Damage machen, Nee, echt? Das macht er einfach nur rein zufällig. Wie du ihn einfach am Dissen bist, ey. Hier, Bitch! Friss mal! Muss man die wirklich erst. Nee, der holt die sich eigentlich irgendwann mal alleine, glaube ich. Ja. Dann würde ich aber auch schnell mitlaufen, oder? Damit du deine Kettensäge auch kriegst. Nee, der holt die sich nicht einfach so. Okay, dann. Komm mal her hier. Das ist so geil, ey. Boom! Voll das Gesicht weggerotzt! Boom! 10 von 10. I know. Ich muss ja mal, ich lasse dich mal so ein bisschen kämpfen und unterhalte mich währenddessen mit den Leuten. Ich finde diesen Southern Texas Akzent voll geil. Ich weiß nicht warum. Jetzt. Oh, da nicht. So ein Arschloch, wie er antäuscht. Ja, vor allen Dingen, wie schnell er auch einfach ist, ey. Oder musst du die Kettensäge einmal anschauen? Nee. Der geht dahin mit ein bisschen Damage. Ich wusste es auch nicht mehr genau. Oh. Problem ist, dass er sich teilweise nicht so leicht treten lässt, weil er so ein bisschen rumläuft. Ja, weil er wahnsinnig schnell ist. Und das ist so einer der wenigen Kritikpunkte, die ich anbringen muss. Oh, jetzt. Und zwar, dass Ethan verkackt langsam ist. Ja, es ist aber Absicht, sonst wärst du übermächtig. Wieso ist es schade, dass ich Munition bei ihm anbringe? Also bei wem? Sorry, boy. Ich weiß gar nicht, ob du ihn abknallen musst. Doch jetzt. Boah! Hinter! Das macht Damage! Boah! Weggefotzt!
Ich glaube jetzt. Oh, nice. Jetzt schnell holen. Ich würde die ganz schnell holen. Kann ich nicht so einfach gerade? Ganz Tag. Oh, okay. Man muss den also gar nicht abschießen, aber ist optional. So, Zeit für einen Bahnfight hier. Jetzt geht's richtig ab, Jungs. Ich fand diese Szene so heftig. Ärgerlich. Blockentaste erstmal wieder genau. Sehr gut weggeblockt. Man muss sie auch. Oh, fuck! Oh, sogar Trophy mal eben geholt. Na, scheiße. Dieser Livestream hat auf jeden Fall, Jungs, dass ihr Bescheid wisst, ein gutes, ich habe auf jeden Fall eine neue Trophy bekommen. Die Jungs im Chat meinen, Ducken ist besser als Blocken. Ich mach jetzt mal so hier. Einfach drauf da! Oh. Kettensägenfight jetzt hier. So habe ich ihn aber auch lustigerweise gemacht. Ich habe bei ihm lustigerweise einfach drauf gehalten. Ich brauchte, glaube ich, zwei Vollheilmittel oder irgendwie sowas. Nee, jetzt habe ich es raus, aber jetzt werde ich nochmal sterben. Ja, ja, das ist doch voll in Ordnung. Oh. Das ist so unfair, dass er noch einen Dreifachattack gemacht, ey. Ja, ich bin tot. Ich spiele übrigens gerade nicht, ne? Nur weil Malik gerade meinte, wie weit ich es kommen lasse. Chris spielt gerade. Gott sei Dank, weil ich fand die Szene heftig. Und heftig hatte ich gerade schon genug. Ja, ja, ich hab zu viel Schaden genommen. Ah, jetzt weiß ich, wie die Steuerung geht. Ja, ja. Ich weiß nicht, Malik meinte, dass man noch einfach rumlaufen kann. Ja, und dann holt er sich irgendwann. Aber gut, ist ja egal, ob du die Shotty benutzt oder so machst. Ja, hat man ja gesehen, wie ich einfach rumgelaufen bin und er sich das geholt hat. Läuft. Ja. Willst du noch mehr Heilmittel machen gehen? Brauche ich nicht. Okay. Du musst ihn ja nur zweimal zu dieser Grenze treiben und dann säg. Ja, ja, genau. Und dann kannst du ihn ja quasi durchsägen. Und Ton ist mal wieder weg. Boah, Andi, das nervt langsam. Ich kann da nichts für. Was soll ich da für? Warte mal. Nee, hau mal richtig Pause. Brauche ich nicht, passiert nichts. Okay, alles klar. Dann, ich verstehe das nicht. Ganz ehrlich nicht. Also, das meine ich so mega professionell und so. Ich weiß nicht, was da abgeht. Windows ist einfach so. Ja, ja, Windows ist kacke manchmal. Ja, ist angeschlossen, Junge. Mach mal. Ja, schön, alles klar. Nee, ist immer noch ein X unten. Oh, sweet Jesus, was ist denn da los? Mach einfach nochmal neu starten. Ja, Beste! So, Lautsprecher Ausgang. So, jetzt so. Könnt ihr noch ein bisschen den Bildschirm gucken? Lautsprecher Ausgang! Jetzt müsste es funktionieren. Müssen den, glaube ich, nochmal neu starten. Jetzt müsste es aber wieder funktionieren. Genau, dass Chris gestorben ist, zählt nicht, das haben wir abgemacht. Alles ab jetzt zählt. Ja, hört sich gut an. Oder? Ja. Ja, sehr gut. Okay. Sorry übrigens für die kleinen Aussätze. Ich verstehe nicht, warum mein System das macht. Aber wir können es ja zum Glück beheben. Und das war auch jetzt gerade nicht antiklimaktisch mitten im Fight, Gott sei Dank. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Wie gesagt, das zählt nicht. 2-1 immer noch. Aber ich finde, Chris liegt da links neben noch eine Spritze. Da. Nee, Chris, nee. Darf ich eine Sache vorschlagen? Nee. Ja, darfst du, klar. Lauf doch zurück und hol dir aus dem Kamin die Steroids, dass du mehr aushältst. Brauche ich nicht. Halt ich auf dem PC auch nicht gebraucht. Okay, okay. Ich hab's auch nicht gemacht, aber wie gesagt nur, ne? Ja, ja, wenn es jetzt gar nicht gehen würde, aber der Kampf, man muss ja nur ihn dazu bringen. Jetzt weiß ich ja, dass ich nicht gleich wegrenne am Anfang, sondern direkt drauf gehe. Deswegen, also ich hab, als ich, sobald ich die Kettensäge habe, ich im Prinzip nur geblockt und wenn du dann R2 drückst, macht er so einen Stichangriff. Das habe ich einfach durchgezogen, bis er irgendwann tot war. Richtig. Das läuft auch, Gott sei Dank. Problem ist halt, dass du mich schon so leicht verwundet hergeschleppt hast. Hab ja gesagt, was du theoretisch machen könntest. Sollte vielleicht die Shotgun in die Hand nehmen.